Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Woo me! Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Splatoon 3. Ich sage wahrscheinlich, weil wir haben ja alle Welten abgeschlossen, den letzten Boss besiegt. Wir haben alle Archive, also alle Schriftrollen, alle Logs. Wir haben jeden Kessel komplett abgeschlossen. Und alle Upgrades. Also, es gibt nichts, was uns fehlt. Und ich denke mal, das hier wird der Ansturm zum letzten sein. Ja, ich bin bereit. Ich habe alles. Hey, ja, ich bin sicher. Das Spiel schreit aus, was ich sagen will. Das ist mein Gerät. Einfach nur geil. Wir haben einfach einen Rasierer zusammengebaut. Wir, ihr meint wohl ich. So, wir sind jetzt hier drüben. Ich habe keine Karte. Das habe ich gerade instant getestet. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du hier was finden wirst. Wer will uns aufhalten? Ach, die schon wieder. Ach man, habt ihr nicht euer blaues Wunder schon längst erlebt? Wir brauchen das Ding nicht mehr. Wir wollten das Ding da einmal nutzen, danach könnt ihr es haben. Klar doch. Nee. Ich würde auch nirgendwo Chef sein wollen. Ist mir zu viel Arbeit. Jetzt geht's ab nach oben. Oh, da gibt's noch mal was für mich. Ja, auf einmal, ne? Oh, das, der Ladebildschirm ist hier anders gewesen. Raumverzerrtum Alterne, Eingang. Wie, alles weg? Ja.
Okay, ich muss es nur bis zum Ende schaffen. Ich bin ausgeflippt genug. Oh, ich habe nicht meine Waffe. Wie wär's? Du machst den Schalter? Und ich den hier. Los, Attacke! Mach ihn platt! Easy going! Ich und mein kleiner Saimi wissen halt, wie wir das machen müssen. Wie komme ich da dran vorbei? Du da oben, Dinge! Vielleicht kann ich ihn so wegblocken von mir. Ach, der Saimi kann das Ding blockieren? Boah, das hätte ich gerne mal früher gewusst. Hätte mir einiges an Ärger erspart. Ist ja dafür, dass ich keine Waffen habe, scheine ich aber zumindest unendlich Tinte zu haben. Aber wie komme ich da drin? Da ist eine Scheibe. Findest du da was? Er hat einen Gegner gefunden. Freund zum Spielen. Erst gucken. Okay, das andere. Das ist ein cooles Level. Ist mal was anderes, sich komplett auf den Saimi verlassen zu müssen. Damit habe ich ja einen Schlüssel, ne? Okay, ich sehe, wie das funktioniert. Ich muss den hier hinlocken und dann blockieren. Easy. So, du stell... Ich stell mich auch mal auf den da drauf. Offenbar während ich da drauf stehen musste, den aktivieren. Dann mach mal. Und danach muss ich den Saimi wahrscheinlich draufstellen. Das wird eventuell ekelhaft.
Never mind. Von oben. Du dreckiger, ey. So, den brauche ich, ne? Ich wäre hier durch. So, Amy, gehen wir da rein. Ist da drin was? Ich komme da nicht hoch. Wo muss ich den hinwerfen? Beziehungsweise, was ist mein Job gerade? Ach, hier krieg ich Waffen! Meine Ausrüstung! Okay, jetzt komme ich selbstständig hier durch. Ich glaube, der Weg bis nach da ganz oben hin ist ein einziges Level. Das heißt, diese Folge wird höchstwahrscheinlich wesentlich länger als die anderen. Ja, ist ein Überblicksding. Die führen auch ein interessantes Gespräch. War das nicht schon von vornherein klar? Ich lasse hier übrigens ausnahmsweise die Ladescreens mal drin, ne? Ich war gerade nur gefesselt von deren Gespräch. Bin ich anderer Meinung. So, der war abgelenkt. Easy. Ich kriege ja hier was Neues geschenkt. Das war die gute Schauerwelle. Alter, Leute, hört mal eben bei der Musik hin. Ist ja mega geil. Mir jetzt ist auch gefallen. Tja, man hat so einen Nachteil, wenn man sich nicht bewegen kann, ne? Okay. Ich benutze dann jetzt mal eben kurz den Stempel. Ich werf den einfach mal da rein und nimm mir den Haihammer mit.
Easy. Warum es mir schwer machen, wenn ich es einfach machen kann? Easy going. Ich komme gleich zurück und hole mir noch mal wieder, was ich hier liegen lasse. Schau mal den Integrator. Habe ich lieber als die Raketen. So, dich besiegen ist ja ganz easy. So, dann komm mal runter, Disco-Dude. Den Krabbenpanzer nehme ich mit. Guck mal, und ein Ersatz steht schon bereit. War aber unnötig. Okay, ich warte dann mal, ne? Kommt wahrscheinlich alles nochmal wieder, was man im gesamten Spiel gesehen hat. Ja, ja. Okay, wir kommen näher. Jetzt haben die beiden wahrscheinlich wieder ein Gespräch gleich. Irgendeinen Weg gibt es schon. In dem Gebäude rechts. Dafür habe ich das also die ganze Zeit gemacht bei Splatoon 2. Jo, wo soll ich denn jetzt genau hin? Ah, da in den Lüftungsschacht. Oh, der Alterna-Aufzug. Hoffentlich. Okay, auf nach unten. Ich mache mal so lange ein bisschen Fläche.
Nein. Gut, dass ich vorgefärbt habe. Da kommen jetzt wahrscheinlich wieder welche. Da unten ist ein Schalter. Hoffentlich. Es war so klar, dass da einer hinvergammelt. Easy. Lieber die Trisuka als den Plag. Nein. Oh, ich krieg noch mal eine Trisuka geschenkt. Ja, dann tschüss. Ja, die Plattform ist größer geworden. Da kommt wer? Ich bin in weiser Voraussicht, färbe ich vor. Tschüss. Letzter Halt, wurde aber auch mal Zeit. Nein! Da ist was im Weg. Ja, ich melde mich freiwillig. Ist denn der dumme Kern? Na, ah, sagen wir es lieber nicht, da hast du recht. Hat das Ding überhaupt einen Flauschkern? Wenn, dann müsste das doch der Kern sein. Ciao, Sammy. Ja, dann rein da. Jetzt muss ich auch noch die ganze Rakete hoch. Mir gefällt die Musik hier einfach, Entschuldigung. Ich musste dazu einmal kurz abdancen. Easy. Ist ja richtig easy, hier hochzukommen. Das wird jetzt heftig.
Ich habe gehört, ich nehme den Krabbenpanzer da mal eben kurz mit. Let's go! Los, nicht das Plasma berühren. Wir wissen, was dann passiert. Ich habe lange genug dieses Spiel gespielt, um zu wissen, wie man bei sowas vorbeikommt. Oh, ich krieg den Stempel hier. Tschüss. Das ist der riesige Elektroblitz. Okay. Obere Ebene. Das ist gemein. Sperrt uns doch nicht einfach aus. Da muss ich irgendwie hin. Muss ich sie wirklich berühren? Ja. Oh, den kann ich gut gebrauchen. Ah, ich habe den Hafsprung unendlich oft. Okay. Ich habe noch nie an der Decke gehangen bei diesem Spiel. Okay, dann mal immer weiter nach oben. Das ist Flauschplasma, ne? Muss ich aufpassen. Okay, ich habe nicht unendlich Reichweite. Versuchen wir, das da zu greifen. Gehen ein bisschen nach da. Okay, das hätten wir auch. Holen wir zuerst mal das hier. Ja, mordsgefährlich hier das Zeug zu sammeln. Da unten die fehlen noch. Und im Prinzip kann ich mich doch auf den da einfach drauf droppen lassen.
So, jetzt muss ich nur noch an den Schalter. Jetzt war all glatt, ja. Fast geschafft. Okay. Jetzt habe ich nicht mehr so gut zwischen Plattformen. Außerdem zieht dann Sniper auf mich. Let's go. Rakete erreicht. Naja, zumindest fast. Okay, ich höre. Okay, was macht er mit Kuttelfisch? Nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Oh, Sequenz. Kuttelfisch, nein. Das ist Herr Bär. So habe ich mir den nie vorgestellt. Komm zurück! Komm zurück, du Penner! Nicht Kuttelfisch. Ach, er lebt noch. Ja, wir müssen Herrn Bär aufhalten. Und wie wollt ihr jetzt helfen, darauf zu kommen?
Let's go! Wie auch immer ist der Kleine noch hinterher schafft. Das ist eine gute Frage. Da ist er. Okay. Muss das Ding mit Goldfischeiern jetzt füttern? Wirklich? Bitte ich nicht gerade den Artgenossen dann so gesehen an den? Hilfe! Please. Die muss ich wahrscheinlich abschießen. Ja. Dann entsteht ein Flauschkern und den kann mein Salmi fressen. Alter, was macht er mit ihm? Er isst das Flauschplasma einfach. Aber er behält seine Wunden. Ihr wisst ja, dass ich mich bei Sequenzen immer wegmache, damit ihr die ganz sehen könnt. So, so stören die nicht. Ach du Kacke, das Level dreht sich! Ich habe dazugelernt. Hält sich das Ding jetzt durchgehend? Scheinbar nicht. So, erstmal weg mit den Kumpanen. Doch, es dreht sich so leicht. Hilfe! Freeze! Ja, lecker! Am Ende der Rakete ist der. Checkpoint! Ich muss schon sagen, mit dem Kampf haben sich die Entwickler auf jeden Fall selbst übertroffen. Der ist ja mega geil. Ooh!
Heilt die Rakete sich gleich wieder, oder? Doch, die dreht sich. Verdammte Axt. Nein, 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 nein! Ich habe zu spät gemerkt, dass die sich dreht. Okay, wir haben wieder mal gelernt. Ich sollte auch mal auf den Text einfach unten achten. Ich bin zu schnell für das Spiel. Weg damit! Ich ignoriere die beiden Heinis dahinter mir jetzt einfach. Um Gottes Willen, das kommt mir bekannt vor. Das war die eine Welle. Heulboje. Ich habe die beste Idee von allen. So kann ich mich nebenbei ausweichen, konzentrieren. Okay, Leute, das war's. Von nahen ist der putzig. Was kam da denn jetzt angeflogen? Die Jaktario! Oh ja, den Song habe ich vermisst. Genki-Dama? Genieß diese Musik gerade einfach nur, ne?
Die Röcke der Mama Liana. Okay. Ja, jetzt wird gesaugt. Saugi, saugi, saug. Los, ein Maxi! Mach ihn fertig! Oh, die Dinger darf ich nicht treffen. Saugen! Du machst diese Welt nicht kaputt! Es war nur noch einer! Nee, zwei noch! Um Gottes Willen, schaffe ich das überhaupt rechtzeitig? Was für ein geiler finaler Bosskampf. So viel Damage wie möglich. Nur noch einer. Eine Minute noch! Ich komme nicht um das Ding herum! Aus dem Weg! Ich muss eine Welt retten! Nein! Bitte sagt, dass die Checkpoints bei den Flauschkernen sind. Nein, ich hab versagt. Es gibt ein Bad Ending. Natürlich fortsetzen. Aber geil, es gibt auch ein Bad Ending. Nein, ich muss die Flauschkerne nochmal machen. Okay, wir sehen uns, wenn ich die Flauschkerne alle kaputt habe. Bis auf den letzten. Okay, Leute, bin wieder beim letzten Kern. Ich habe diesmal sogar relativ schnell geschafft. So, nicht vergessen, dass da gleich eine Brigade kommt. Kommt, Leute, retten wir die Welt diesmal wirklich. Zack. Haut ab. Komm, bitte keine weiteren Gegner mehr.
Ja! So frisch! Komm her, komm her! Geilo! Daddy Bear. Geschäft. Ich muss noch mal sagen, der finale Kampf war ja immer mega cool. Also, bei weitem cooler hat man Splatoon 1 und 2, das war ja immer mega geil. Jetzt kriegen wir natürlich eine spezielle Nachricht, dass der Riesenbär jetzt wahrscheinlich zurück ist. Ne? Ja, der Riesenbär jetzt ist zurück. Der sieht wesentlich cooler aus als vorher. Wave goodbye. Er schießt hinter ins All. Oh, ist das schön. Hey Leute, Credits, ne? Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja höchstwahrscheinlich noch ein Secret-Level. Und das werden wir auch noch machen. Falls es das wirklich gibt. Also, mir wurde bei den Streams gesagt, es gibt eins. Also, denke ich mal, dass wir noch eine Story-Folge vor uns haben. Aber ich lasse euch jetzt erstmal die Credits genießen und schieße hier so ein bisschen ins All währenddessen. Wir hören uns gleich. Thank you.
Ja, neue Ausrüstung für den Online-Modus. Die ganzen Heldensachen. Und natürlich der Geheimkessel. Ja, Leute, wir sind jetzt hier. Ich habe ein Abzeichen bekommen dafür, dass wir die Story geschafft haben. Wir gehen aber wieder hier hin. Nach Alterna. Und gucken zumindest schon mal, wo der Geheimkessel ist. Oh, guck mal. Sogar mit Sequenz. Ja, wir haben uns Mühe gegeben, ne? Er hat mal einen Tod von sich gegeben. So, aber wo ist jetzt dieser angebliche Geheimkessel? Das interessiert mich. Ist das der Geheimkessel? Alterna bewältigt. Da kriegen wir dann auch nochmal einen Lock. Das ist das Geheimlevel. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Diesen Part habe ich jetzt wahrscheinlich an einem Wochenende hochgeladen, statt mitten in der Woche, weil der so lang ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Beim nächsten Mal gibt es das geheime letzte Level. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und dann sind wir auch fertig mit der Story. Es wird danach noch einmal hier dieses Kartenbild geben. Da habe ich schon einen Kontrahenten für. Das wird dann so gesehen eine Bonusfolge. Die wird aber nicht zum Story-Modus gewertet. Die werde ich zu den Online-Runden mehr werten. Aber Leute, ich würde sagen, wir hatten ein interessantes Video jetzt hiermit. Das war ein interessanter letzter Kampf. Mein Fazit zu diesem Spiel gebe ich beim nächsten Mal, also zum Story-Modus. Bis dann! Tschüss!